Ja, liebe Leute, FAS steht wieder an. Formel 2019, herzlich willkommen zurück. Ja, Ungarn ist die nächste Station hier. Ja, nachdem unsere Siegesserie im letzten Rennen gerissen ist, wo selbst unsere Podiumserie gerissen ist, müssen wir hier oder wollen, will ich hier auf jeden Fall einen neuen Anfang starten. Aber wie gesagt, ist es nicht weiter tragisch. Unser Vorsprung ist noch groß genug. Wir haben jetzt 170 Punkte. Das, ja, bald wird wahrscheinlich ein relativ schneller Weltmeistertitel werden. Aber gucken wir mal. Den möchte ich auf jeden Fall holen. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir nächste Saison noch ein Team fahren, nochmal neu fahren. Oder wie ich sage, komm, wir machen hier Feierabend und dann zocken wir was anderes. Schauen wir einfach mal. Aber ich denke, ich fahre noch eine Saison. So, ne, du musst im nächsten Jahr. Okay. Neue Regeln. Und jetzt bleibt trocken auf jeden Fall. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Wenn ich du wäre, würde ich so investieren. Dann machen wir das doch. So, Training 1. Gehen wir rein. Ich hoffe, nach dem Rennen können wir auch ein neues Getriebe einbauen, Gott sei Dank. Aber jetzt fahren wir erstmal dieses Rennen hier so zu Ende. Willkommen in Ungarn, wo gleich das Training auf dem Ungaroring beginnt. Diese extrem schmale Strecke gehört zu den schwieriger zu fahrenden Rennen. Daher sind die heutigen Trainingssessions extrem wichtig für alle Fahrer. Ein herzliches Willkommen an unsere Zuschauer aus aller Welt und an meinen Kollegen neben mir. Wartest du auch schon gespannt auf dieses Rennen? Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich jedes Mal, die Rennautos auf der Strecke zu sehen. Es werden nicht alle sofort an ihre Grenzen gehen. Ich weiß, dass ein oder zwei Teams sich mehr der Aerodynamik widmen werden und das braucht meistens etwas Zeit. Doch später in der Session wird es auf jeden Fall noch interessant zu sehen, was für eine Leistungszunahme möglich ist. Some extra data during this session. Nothing you need to worry about, but as we have some new parts, we'll just confirm they're performing to spec. So ist es. Gut, dann fahren wir mal rein. Wir gucken mal, wie überhaupt das Wetter im Training wird. Training 1, 2, Training 2, Training 3 verregnet. Oh, Starkregen im Training 3. Und dann im Rennen. Aber Qualifying und Rennen morgen und übermorgen trocken. Dieses Wochenende wird es kein Livestream. Hat seine Gründe. Ich bin also am Freitag bis Samstag weg. Sonntag weg, Entschuldigung, Samstag das 24-Stunden-Event der IGL, der IGL, genau. So, we'd like to run the acclimatization program if you have a chance before qualifying. It'll give us a good indication of our relative pace and consistency. Genau, das 24-Stunden-Formel-1-Event der IGL und Sonntag sind wir noch nicht wieder zurück. Wir sind unterwegs, also das heißt wir, und zwar meine Wenigkeit und die Admin MSFL. Sind privat unterwegs, deswegen kein Sonntag, keine Livestreams jetzt am Wochenende. Erst nächste Woche wieder. So, jetzt geht's auf jeden Fall erstmal weiter mit dem großen Preis von Ungarn. So, dann fahren wir mal auf die Strecke hier in Ungarn. Eine meiner Lieblingsstrecken auf jeden Fall. Ich mag sie sehr, sehr gerne, habe auch schon gute Ergebnisse gesammelt. So. So, dann fahren wir mal auf die schnelle Runde. So einige Punkte, wo wir ein bisschen aufpassen müssen, die zeige ich euch gleich. Wo man sich mal ganz schnell wegdrehen kann.
war hier die Kurve. Leute, man tut es nicht auf die Kopf fahren. So, gucken wir mal, jetzt was so gute Zeit hinbekommen. Es wird auf jeden Fall ein schweres Wochenende werden, das kann ich euch schon mal so versprechen. Wir haben es in Deutschland riskiert, aber haben es verloren. Wollt ihr mit den Trockenreifen auf den Trockenstrecken, auf der Trockenstrecke zurückfahren oder durchfahren. Und die anderen fuhren auf jeden Fall, damit war das Ding verloren. So. Das 21:0. Na gut, wir sollten mal fett fahren. Vielleicht wird es ein bisschen noch besser die Zeit. Eine sehr kurze Strecke auf jeden Fall. Wie gesagt, ich mag sie sehr gerne. Und hier will ich natürlich gerne wieder gewinnen. Besser Sektor 2. Das wird auf jeden Fall nochmal neu bestellt werden. 21:7. Erste Zeit, erste Runde Bestzeit. Erster Sektor. So, wenn ich Glück habe, kriege ich den seinen Windschatten hier noch mitgenommen. Naja, passt. Drei Runden sollte passen. Lass uns alles runterlaufen. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir jetzt noch einmal die drei Bestplatzierten. Magnussen, Richter und Alexander Erl. Magnussen. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Das ist mal eine Überraschung. Soft. Die machen sehr viel aus, die Reifen. Die fahren wir jetzt gleich im zweiten freien Training. Mal gucken, ob wir es tatsächlich hinkriegen, da was nochmal rauszuholen.
So, da geht's weiter. Training 2, auf geht's. So. Moment. Dass ich im ersten Training nur Zweiter wurde, das humpft mich gerade selber ein bisschen, aber es ist doch alles möglich. Können wir jetzt dann mit Pool wegfahren? Gut, dann wird im Qualifying und Training trocken. Magnussen ist 23,2. Das sollte mit dem Reifen deutlich einfacher werden. Vier Sekunden schneller. Zweiter Sektor jedenfalls Violett. Schön im letzten Sektor alles weggeworfen. So. Und die Runde wird nicht, aber die Phase trotzdem. Genau das meine ich, dieser Curb. Genau dieser Curb meine ich. Bisschen zu eng angefahren und schon dreht es einen weg.
So, Training 2 auch durch. Das ist wirklich nur knapp. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Gasly, Bottas und Nico Hülkenberg. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Ja, sieht nicht gut aus für uns. So. Gehen wir rein, Training 3. Fullbett. So, mal gucken, was mit den Fullbett drin ist. Sieht nicht so aus, als würden wir ein sehr gutes Training fahren. Jetzt müssen wir noch völlig auf mehr aufpassen. Platz 1,9.
37-0. Wahrscheinlich hier gleich die Motor wechseln. Immer wieder leichte Quersteher drin. Ich glaube, es wird neue Runden sein. 36-2, ab in die Garage und mal ein bisschen durchtauschen. So. Okay, we haven't yet run any of our standard programs over the course of practice. It'll be a boost to car development if we can log that data, so we should do our best to do so before the end of the session. So far, our fastest lap is a 1 minute 36.2. So. Bis eh Feierabend. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Bottas, Verstappen und Pierre Gasly. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Wir werden eh nicht drum herum kommen, um mal eine Strafe zu kassieren. Zwei, sechs, sechs. Das sind die Ergebnisse im freien Training. Das heißt nichts Gutes für dieses Rennwochenende. Ja, dann fahren wir heute mit der Strafe. Knallen wir mal rein. Also die aufs Auto. Muss man komplett neu ansetzen. Neues Triebwerk ansetzen. Gut. Dann war es das mit dem Training. Moment. Wird alles trocken soweit. Strafen kriegen wir eh. Und dann schauen wir mal, was im Qualifying drin ist.